Am zweiten Tag des ersten deutschen Lehrerforums ging es um den schulinternen Transfer der Ideen. Und gestern ging es darum, was uns als gute Lehrer ausmacht und was diese guten Lehrer jetzt mitnehmen. Das gehen wir jetzt fragen. Okay. Stellen Sie sich vor, das war eine Insel, das Lehrerforum. Welche drei Dinge würden Sie mitnehmen? Energie, ja, denn es war unglaublich intensiv, was wir hier diskutiert haben. Den Glaube an die Menschheit, weil wir hier Personen hatten, die eine solche Motivation, eine solche Persönlichkeit mitbringen, dass ich glaube, das, was hier diskutiert wurde, wird auch in die Schulen hineingetragen. Mhm. Und das Dritte ist, ja, Gelassenheit. Was würde ich am liebsten mitnehmen? Ich werde auf jeden Fall mitnehmen schöne Erinnerungen an eine große Energie, die ich hier auch mitgespürt habe und von allen mitbekommen habe, aber auch so eine gewisse Müdigkeit, weil die Vorbereitung und der Tag an sich, die letzten zwei Tage, für mich doch auch etwas anstrengend waren und ich mich jetzt auch darauf freue, einen ruhigen Sonntag zu haben. Das wünschen wir Ihnen auch und danken Ihnen ganz herzlich für die Organisation. Danke. Ich glaube, ich werde vor allen Dingen die gute und engagierte Stimmung mitnehmen. Also hier hat man sehr viele Beispiele für Lehrer, die engagiert sind. Und für mich gerade noch als Studenten freue ich mich auf jeden Fall, hier Input zu bekommen und ja, so viele Ideen zu bekommen. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Kontakte. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich hier ganz gut vernetze und viele andere Leute mit interessanten Projekten kennenlerne, die ich auf jeden Fall noch mal wieder zurückkommen werde. Einerseits die Freude darüber, dass das Forum jetzt zustande gekommen ist, weil es eine Idee ist, deren Kommen, glaube ich, längst überfällig war. Ich bin beeindruckt von all den Lehrern, die hier zusammengekommen sind und der Motivation und dem Eifer für ihre Schüler, den sie mitbringen. Und drittens gibt es noch das ein oder andere Fallbeispiel, das mich sehr gefreut hat, unter anderem auch zur Beschulung von Flüchtlingen in NRW, das ich definitiv nochmal vertiefen möchte. Ich nehme mit, dass es gut ist, sich mit Gleichgesinnten und doch Andersdenkenden zu treffen, vor allem aus verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Schulformen. Ich nehme mit, dass es gut ist, sich zu bewegen und zu lachen und dadurch auch in anderen Kontakt zu treten. Ich nehme Praxisbeispiele mit, Sachen, die ich interessant fand, wie zum Beispiel die Präsenzzeiten, von denen wir gerade gehört haben, das Portfolio, was man in Bremen haben sollte und die ersten Schritte zur erfolgreichen Teamarbeit an der Schule, die wir gestern in den Lehrerlabors erarbeitet haben. Vielen Dank. Stellen Sie sich vor, das Lehrerforum war eine Insel. Welche drei Dinge nehmen Sie mit nach Hause, das wirkliche Leben? Ich würde erst einmal mitnehmen die Wertschätzung für den Lehrerberuf, dass ich sehe, welche ungeheure Kompetenz und Ideenvielfalt es hier in unterschiedlichen Schulen in Deutschland gibt und wäre neugierig darauf, wie das in anderen Schulen auch ist, weil ich überzeugt bin, gibt es diese Kompetenz auch. Mhm. Zweite Sache, nehme ich ein ganz konkretes Vorhaben für meine Schule mit. Ich überlege, wie die Implementierung von Teamarbeit in der Schule laufen könnte und habe dort großartige Ideen, gerade durch die Mischung von Jung und Alt, erfahren, weniger erfahren, neu von der Uni, länger schon im Lehrerberuf mitgenommen. Und beim dritten habe ich nämlich einfach ganz viel Mut und Zuversicht für die weitere Arbeit mit. Dankeschön. Gut. Okay. Ja, ich nehme mit Motivation und Inspiration für mein angehendes Studium der Sonderpädagogik und außerdem einen ziemlich vollgepackten Methodenkoffer jetzt schon. Oh, das ist gut. So, André, wir waren ja beide Teil der Planungsgruppe und haben jetzt hier einen Eindruck gewonnen. Also was genau nimmst du denn mit oder was hast du beobachtet hier? Schade, dass es schon vorbei ist, würde ich sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen und meine Erwartungen haben sich auch erfüllt. Das Wichtigste hat man ja gesehen in den Interviews auch, dass die Leute sehr motiviert waren, sich angeregt unterhalten haben, aber auch sehr viele Dinge erarbeitet haben. Und fürs nächste Mal wünsche ich mir, dass noch ein bisschen mehr nach draußen getragen wird, Stichwort Social Media, damit eben auch Leute was davon mitbekommen, die nicht hier sein können. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt gebe ich die Frage an dich zurück und übernehme das Mikrofon. Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen und auch Schulleiter, Schulleiterinnen aus allen möglichen Bereichen, Studierende hier zusammengekommen sind und sehr froh sind, dass sie andere getroffen haben, die hier gleich engagiert sind. Und
ganz viele Ideen wurden mitgebracht und erstmal auf den Tisch gelegt. Ich würde mir noch wünschen, dass ein bisschen mehr Zeit dazu kommt, um diese Ideen auch entdecken zu können und damit arbeiten zu können. Und ich würde mir auch noch Zeit wünschen, um diese wunderbare Landschaft hier drumherum erkunden zu können. Und auch beim Wandeln werden neue Ideen entstehen. Und ich gehe auf jeden Fall sehr positiv hier raus. Dankeschön an alle. Bis 2016. Genau. Welche Insel war das denn hier? Das war die wunderschöne Insel mit den Palmen und lauter netten Lehrern. Okay. Was ich mitnehmen würde aus dieser Insel hier, auf jeden Fall die Niederschriften, die ich angefertigt habe mit den vielen Ideen, die ich hier gewonnen habe. Dann sozusagen alle Kontakte zu den Personen, die ich hier kennengelernt habe. Das ist ja sehr, sehr wertvoll. Und ich würde hier dieses Mikrofon mitnehmen. Ich habe erst mal gedacht, das wäre ein Rasierer, aber dass man damit auch Interviews machen kann, finde ich auch ganz gut. Ja, schön. Ja. Aber das behalte ich. Erstens einen ganz tollen Vorschlag, nämlich, dass Entscheidungsträger in der Politik die Entscheidungen über Treffen, die Schule betreffen, selber vorher eine Woche in der Schule verbringen müssen. Und zweitens fände ich es gut, wenn es dann gleich einen anderen Rollentausch auch gäbe, nämlich diejenigen, die in der Schule, also die Lehrkräfte, wenn die dann mal für eine Woche in die Politik gehen würden, in die Ministerialbürokratie. Und drittens, das hat mir auch sehr gut gefallen, gestern hat jemand gesagt, wir brauchen eine Koalition des Frohsinns. Dankeschön.